Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ghost Recon Online. Ist das eine neue Map? Gab gerade ein großes Update. Nee, ist keine neue Map. Die kenne ich schon. Und ich spiele mal wieder einen Specialist. Weil ich den noch leveln muss. Ja, ah, da hinten sehen wir schon so ein Schild rumlaufen. Ah. Okay, da ist schon einer down. Und, jawohl. Schon mal ein paar abgeräumt. Was? Was? Was war das denn? Ach, oh Gott, ja. Das war die Aufwärmphase. Oh Mann. Alles klar. Jetzt geht's los. Ich glaube, von dieser Seite habe ich noch nie angefangen. Whoop. Jawoll, Kill. Shit, oh Mann, die habe ich nicht gesehen. Oder zu spät gesehen, wie man es nennt. Okay, ja, man sieht schon, es hat sich tatsächlich was verändert. Das ist mittlerweile eine Komplettübersicht. Loadout, Damage Taken, die Map. Und man kann nicht mehr einfach mit der Spacebar spawnen, anscheinend. Oh, das muss ich gleich mal ausprobieren, ob das nicht doch vielleicht noch geht. So, laden wir mal unseren Schild auf. Der hat sein Schild. Schon aufgeladen gehabt. Scheiße, diese Drecksgranaten schon wieder. Ja, sauber. Gut eingesetzt. Okay, der Todesscreen hat sich offensichtlich verändert. Was sich sonst noch verändert hat, weiß ich leider nicht. Scheiße, verdammter Sniper. Na komm. Ja, 96, 98, Damage mitigated. Achso, das ist wie viel Damage ich aufgehalten habe. Nee, Spacebar spawn geht nicht mehr. Man muss jetzt da drauf klicken, das ist ein bisschen blöd. Das ist schade, das hätten sie nicht ändern sollen. Alter, was? Was? Heavy casualties sustained. Hab ich überhaupt nicht gesehen. Losing Charlie. Natürlich zwei Critical Hits. Ne, das mit dem Redeploy, das haben sie nicht gut gelöst. Das finde ich nicht gut. Pass auf, den habe ich doch da hinten gesehen. Schade, der war schon wieder weg. Alter! Das gibt's doch nicht! Der geht nur mittlerweile auf den Zeiger. Ja, das Team geht links rum. Nee, den Bildschirm haben sie nicht verbessert. Den haben sie verändert, aber nicht verbessert. Das finde ich schade. Das finde ich sehr, 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 sehr schade. Ja, scheiße. So, kann ich hier hoch? Ne, E mit... Ja, mit E kann ich da hoch. Alter, wie kann denn das sein?
mit einer schweren MG halte ich da drauf, aus 2 cm Entfernung. Damage dealt 0. Nö, ist klar. Ah, okay, ich kann das anklicken und dann werde ich automatisch deployed. Okay, das ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Aber vielleicht wäre es noch besser, wenn man das tatsächlich automatisch machen würde, wenn ich das nicht immer anklicken muss. Fände ich noch ein bisschen besser. Okay. Ja, und dass diese Meldung da, Losing Bravo und sowas, dass das auch im Chat erscheint, ist auch neu. Okay, sie haben doch anscheinend einiges verändert. Sag ja, war ein ziemlich großes Update, was ich da gerade gezogen habe. Habe ich trotz meiner relativ guten Internetverbindung fast 10 Minuten für gebraucht, das runterzuladen und zu installieren. Scheiße. Ja. Ja, das war klar. Das war so klar, dass da eine Granate kommt. Ich wollte eigentlich noch abhauen, bin aber hängen geblieben. Select Deploy Location stand da gerade. Habe ich irgendwas gelesen? Das kann ja wohl nicht sein. Ich meine, man kann doch immer nur an einem Ort deployen, oder? Dachte ich. Es sei denn, sie haben neue Game-Modes eingeführt oder so, aber... Naja, schauen wir mal. Ach, mit E, nicht mit der Leertaste, klettert man über Sachen drüber. Alter Schwede. Scheiße. Ach, ich habe ihn ein paar Mal getroffen, oder? Damage dealt? Ja, nur leider nicht genug. Ah, Mann, Mann, Mann. Hier, Select Deploy Location stand da unten gerade wieder. Keine Ahnung, was das soll. Ich kann es mir eh nicht aussuchen. Ich starte so weit vorne, wie es geht. So schon mal gar nicht. Sehr schön, in den Rücken gefallen. Jetzt mal gucken, ob ich hier nochmal flankieren kann. Oh, Charlie wird eingenommen. Ah. Puh, da habe ich ja ganz schön was abbekommen. Au. Ah, okay, einen habe ich erwischt. Oh Mann, Damage dealt. Ja, naja. Das läuft gerade nicht gut. Obwohl, sie haben bisher nur C eingenommen. Naja, gut. Das ist mehr als sie sollten. Mal schauen. Wo geht's denn hier? Kann ich hier irgendwo vorher rechts abbiegen? Nee, ne? Ich muss hier hinten langlaufen. An B quasi vorbei. So, machen wir nochmal unser Modul an. So, ey. Ja, detected am Arsch. Alter, diese Drecksgranaten. Entschuldigung. Da versagt mir sogar die Stimme bei diesen Granaten. Mann! Ah, oh, nervt mich das. Okay, was kann ich hier aussuchen? Ja, so. Ja, so. Da habe ich noch die bessere Wahl getroffen mit der MG. Mann, ist das ätzend. Jedes Mal, wenn ich diesen Schild einsetze, kommt die scheiß Granate. Was den Schild komplett unnütz macht. Komplett überflüssig.
muss gleich mal gucken, was ich noch, noch zur Auswahl habe an Modulen. Ja, nee, okay, komm, das jetzt ist albern. Jetzt überrennen sie uns gerade. Okay, wo haben wir? Hier, nee, Squad Support habe ich noch nicht. Field Support habe ich auch nicht. Nein. Wie komme ich denn zurück? Back to Loadout hier. Aegis oder Blackout nehme ich das. Ist zwar auch Quatsch, aber ich wollte ja den Specialist ein bisschen leveln. Der ist hier anscheinend irgendwie ein bisschen im Nachteil. Oder ganz generell im Nachteil. Ich weiß es nicht. Sie sehen noch nicht so richtig. Also dieses, normalerweise würde man ja sagen, ich habe so ein leichtes MG dabei. Normalerweise sollte das ein bisschen mehr Bums haben, aber ich habe nicht das Gefühl. Scheiße, wie kann denn das sein, dass der da durchkommt? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich deutlich mehr Schaden mache. Habt ihr ihn? Naja, ich glaube schon. Okay, das ist einer von unseren. So, da hinten habe ich doch jemanden gesehen. Aha! Bastard! So, ein bisschen Unterdrückungsfeuer. Sehr schön! Au! Danke! Das nenne ich mal Teamplay. Ja, uns läuft aber die Zeit davon. Genau, wie... Ah, Mann! Scheiße! Ja, wir müssen gucken, dass wir Charlie angreifen, bevor die Zeit abläuft. Ich habe da im Moment keine Chance, irgendwas zu machen. Ich glaube nicht, dass ich innerhalb von 5 Sekunden da vorne hinkomme. Nee, das war's. Die Runde haben sie gewonnen mit einem Checkpoint. Ja. Scheiße, das lief mal richtig kacke. Richtig kacke. Da habe ich ordentlich aufs Maul bekommen. Der Specialist ist auch eigentlich nicht meine Klasse, ganz ehrlich. Das, mit dem kann ich irgendwie nicht so richtig umgehen. Wobei, ich habe auch eben schon gesehen, die sind rechts, da sind einige im Clan, also im gleichen Clan. Ich nehme mal an, dass die untereinander ein Teamspeak haben. Kann man sich natürlich deutlich besser absprechen. Weil das ist definitiv ein Teamspiel hier. Das, eigentlich müsste man sich da mit ein paar Leuten zusammentun. So mit 3, 4, 5 Leuten. Und, ja, den habe ich aber doch noch erwischt. Und dann bin ich natürlich von einem Sniper ausgeschaltet worden. Naja, gut. Machst du nix. Ja, wie gesagt, eigentlich müsste man sich da mit ein paar Leuten zusammentun. Oh, sauber. Kritischer Kopftreffer. Und dann über Teamspeak sich koordinieren, dann, dann kann man das deutlich besser rocken. Als wenn man hier ganz alleine... Sehr schön, den habe ich auch gesehen. Oh, sehr schön, mit Heat-Dingsbums. Ach, das war... Oh shit, ich habe ja gar nicht mehr den Schild dabei. Oh Mann! Ach, ich Idiot! Okay, ich will wieder den Schild haben. Blackout ist nämlich auch Müll. So, Equip. Was ist das? Aegis, genau. Oh, ich Vollidiot. Ich dachte, ich hätte den Schild dabei. Dann hätte ich mich da schön in Deckung gebracht. Nein, ich hatte dieses andere unnütze Modul dabei. Scheiße.
muss gerade ein bisschen regenerieren. Ach, von wegen. Ey, wer hat mich denn jetzt... Von hinten. Von hinten! Ich sag ja, wenn man sich über Teamspeak koordinieren kann, dann hätte das schon längst jemand gemeldet. So kriegst du es erst mit, wenn es zu spät ist. Naja, gut. Ist nicht meine Runde heute. Das ist, kannst du, glaube ich, knicken. Was heißt denn Heavy Casualties Sustained? Heißt das, dass viele Leute tot sind gleichzeitig? Oder was heißt das? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Alter, das gibt's doch nicht! Da steht der direkt vor mir! Ah, okay, ja, wenn die so weit vorne sind, kannst du CE abhaken. Na, jetzt kann ich wenigstens noch einmal hier spawnen. Ich würde fast sagen, make it count. Ja, C ist nämlich jetzt verloren. Ja. C ist verloren. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir hier ein bisschen die Stellung jetzt halten. Erwischt die Sau. Noch einen erwischt. Da war gar keiner. Upsi. Sniper. Ich bin hier vorne ganz alleine. Das gefällt mir nicht. Rechts und links sind jeweils einer, die... jeweils einer, der flankiert, aber... ja, scheiße. Aber hier bin ich gerade ganz alleine. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich versuche hier mal die Stellung zu halten, während rechts und links die Kollegen vorrücken. Ja, scheiße. Mit der Waffe kannst du nicht viel anfangen. Ich sag ja, Specialist ist nicht meins. Das ist ganz und gar nicht meins eigentlich. Ich glaube, ich sollte auch darauf verzichten, in Zukunft darauf verzichten, leveln zu wollen. Das gibt's doch nicht, wie... okay. Also, ich wechsle jetzt nochmal die Waffe, weil mit der kann ich gar nichts. Es ist furchtbar. Da kann ich auch nicht drüber klettern. Doch, da kann er drüber klettern, alles klar. Und jetzt habe ich... was ist das? Nein, nein, ich habe aus Versehen auf die 3 gedrückt. Okay, Shotgun. Mal gucken, was ich damit kann. Ich muss mir, glaube ich, für den Specialist einfach mal eine ordentliche Waffe kaufen. Ich glaube, das ist echt das Geheimnis, weil dieses LMG ist, sieht man ja, kann man nichts mit machen. Das macht zu wenig Schaden, hat eine zu geringe Schussfrequenz. Als dass man da wirklich effektiv was mit machen könnte. Oh Mann, und diese Shotgun? Alter. Das gibt's doch nicht. Wow, das war lucky. Alter, lad nach! Und dann braucht er 2 Stunden zum Nachladen. Ja, nee. Der hat keine anständigen Waffen, keine brauchbaren Waffen. Das kannst du komplett vergessen. Das kannst du... oh nein, das wollte ich nicht. Das kannst du komplett vergessen. Ich kann den Specialist nicht spielen. Deswegen ist er auch auf dem niedrigsten Level. Deswegen habe ich den am wenigsten gespielt. Ich kann den einfach nicht. Ich weiß auch gar nicht, was dessen Rolle so wirklich ist. Ich glaube, der ist eigentlich dazu da, um Stellung zu halten. So eine Art Tank. Einfach hinten bleiben und das, was wir schon haben, verteidigen.
Ja. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich mit 2 Granaten einen Kill gemacht. Securing Charlie. Es geht nicht. Ich kann's einfach nicht. Oder wie gesagt, ich muss einfach noch mal ein bisschen shoppen gehen. Nochmal auf die Einkaufsmeile. Mal gucken, was ich so an Waffen für den noch rauskriegen kann. Weil so hat das nicht viel Sinn. So kann ich echt, also, keine Ahnung. Ja, vielleicht spiele ich den auch wirklich falsch. Vielleicht muss ich einfach nur gucken, dass ich in Deckung bleibe. Ja, und dann werde ich von hinten erschossen. Das ist so. Das ist das Schlimmste, wenn sie einem einmal in den Rücken fallen, dann einmal das komplette, das halbe Team ausradiert. Ja, und dann können sie natürlich mit der kompletten Mannschaft vorrücken. Sag ja, ist schwierig, wenn man sich nicht absprechen kann, so wirklich da halbwegs taktisch vorzugehen. Ist kaum machbar. Auf der anderen Seite kann ich mich ja auch nicht zurückziehen. Ich kann ja nicht einfach sagen, okay, ich bleib halt einfach mal hinten. Und verteidige. Alter! Und dann kriege ich so einen One-Shot ab. Ein einziger Treffer. Ein einziger Treffer. Was soll ich denn dagegen machen? Mein MG verzieht wie Sau. Das heißt, ich muss mindestens 5 bis 10 Mal schießen, bis ich damit irgendwie was hinbekomme. Und ja, der Gegner braucht nur einen einzigen Schuss. Ach, ich hab's schwer. Aber wirklich. Nee, okay, die Runde versuche ich noch mit so viel Anstand wie möglich jetzt zu Ende zu bringen. Die ist eh verloren. Die ist definitiv verloren. Guck dir das an. Ohne Witz, ich habe jetzt 2 oder 3 Sekunden auf den einschießen müssen. Ohne Deckung, ohne irgendwie... ohne dass er mich gesehen hat. Wie soll ich das denn gegen einen Gegner machen, der mich sieht? So ein direktes One-on-One ist mit der Waffe hier gar nicht möglich. Okay, also wie gesagt, ich glaube, dass ich hier mit dem Maschinengewehr eigentlich eher verteidigen sollte. Dann werde ich mich darauf einfach mal beschränken. Einfach hinten bleiben. Gucken, dass sie nicht noch einen Punkt einnehmen. Ja. Und mit einem Schuss mal wieder ausgenockt zu werden. Nee, das macht so keinen Spaß. Oh, ich habe 4 Treffer abbekommen. Das ist noch ein bisschen was anderes. Ups, Entschuldigung, bin ich gerade ans Mikro gekommen. Ja, am Arsch. Das Spiel ist eh vorbei. Lade ich noch einmal meine Special Ability auf, die übrigens auch für den Arsch sind, wie ich meine. Weil dieses Schild, hat man ja gesehen, sobald ich den Schild aufmache, kriege ich eine Granate ab. Ja. Das war's. 2 Mal jeweils 1 Punkt verloren. Keine gute Runde. Aber ich werde jetzt, genau jetzt, werde ich mal shoppen gehen und mal gucken, was ich für diesen Charakter für eine Waffe freischalten kann. Vielleicht gibt es da ja was, was man wirklich brauchen kann. Wie auch immer, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich bin aufgestiegen im Level. Ja, herzlichen Dank. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.